Помнишь, один день был в Ужине? А теперь у вас абсолютно гораздо цайда. Ja, mei. Grüß dich, losgegangen. Da haben wir mal einen harten Kampf gehabt mit zwei, mit den Seiten wegen. Schade, dass ich ihn damals noch nicht gekannt habe. Dann haben wir noch eine schöne Zeit gehabt. Ungefähr vor 5 Jahren sowas haben wir uns mal so richtig kennengelernt. Da haben wir mal ein bisschen gefuhrwerkt in Russland. Jetzt können wir nicht mehr fuhrwerken, weil jetzt haben wir. Ja, da sind wir von Sibirien hin herausgefahren. Und du hast in verschiedenen Reifen Explosionen gehabt. Noch einmal zurück in das Jahr 1993, wo Helmut Weber und Michael Lang in Insel so richtig gefeiert wurden. Fred Haberl und wir grüßen den Senior dieser Veranstaltung mit der Stadtmail Helmut Weber. Helmut Weber ist verheiratet, hat 2 Kinder und selbstständiger Mechaniker in Hausam. Wie schon erwähnt, war er 1983 zusammen mit Max Niedermeyer Teamweltmeister und hatte auch den 3. Platz in der deutschen Meisterschaft erringen können und war mehrmaliger Finalteilnehmer. Und jetzt kommt's, meine Damen und Herren, ich denke, dass wir jetzt hier den Hoffnungsträger für den heutigen Tag aufrufen. Es ist die Startnummer 14, Michael Lang. Helmut Weber, das Publikum tobte. Ja, und Helmut Weber, er versucht an den 2. Platz heranzukommen. Und jetzt wird die letzte Runde angezeigt. Und der Abstand hat sich weit vergrößert. Michael Lang, Sieger an führender Position. Und Michael Lang führt das Fahrerfeld in die letzte Runde. Und jetzt gibt es einen
kräftigen Applaus für Michael Lang. Gewonnen hat damals Jano Jura-Seuer vor Alexander Balaschow und Stefan Svensson. Michael Lang wurde Vierter. Große Freude bei Sponsor Autopolk. Sein Spitzname war Schnorris. Er war der Entdecker von Alexander Balaschow, der hier Zweiter wurde. Gut gelaufen, ha? Mein Gott. Der Batzak ist doch nicht gewesen. Ah ja, gut, aber mein Gott, ist doch gut, was er gefahren hat, zweiter Platz, ha? Ja, ja, mein. Frankfurt war der erste drin gewesen. War da drin, ha? Ja, ja, aber macht doch nichts, Mann. Ist doch gut, ne? Der hat alles Zeug dazu. Der kommt weit vor. Du hast einen guten Fang gemacht heute Weg. Sagen, ne? Ja, ja, wenn wir gucken und so. Hallo. Sehr gut, Junge. Alles klar. Na, an diesem Motor? Ja, ist ja nichts meines. Das ist mir Motor. Warum? Nein, nichts Vladimir. Nichts Vladimir. Nichts Vladimir. Nichts Vladimir. Du kannst doch die Kiste weg. Du kannst doch die Kiste. Jetzt schon mal. Jetzt ist er wieder einer da vorne drauf. Weißt, der Himmel habe ich schon zubetoniert. Vor lauter Stress heute, verstehst du? Helmut Weber, der Urbayer vom Schliersee, in bester Stimmung. Sowas gibt es wahrscheinlich nie wieder. Stefan Svensson. Ja, Junge, ja, dann. Ja, ja, ja. Stefan, der hat mich heute sauber abgefüßelt, gell? Aber mei. Bei so einem alten Mann ist das kein Kunststück, oder? Was sagst du, Stefan? Zweiter Platz? Nein, dritte, gell? Dritte Platz? Ah, mei. Ist ja egal. Hauptsache qualifiziert, oder? Vielleicht wird er Weltmeister auch noch. Der gescheite Hund. Ja. Und das Weiber mal, ja. So, als nächstes haben wir dann einmal. Ein Balaschow. Aus Russland, gell? Ja, ja. Hab ich auch ein bisschen. Von Colt Turing, da bin ich auch dabei. Bloß bin ich fast Letzter geworden und er fast Erster, aber mein, so ist es halt in meinem Leben, gell. Das nächste Mal ist vielleicht wieder anders, gell. Und dann haben wir den als Nächstes, das war normal der Erste gewesen, gell, unser Jarmo-Hörer Söhr. Jarmo, gratuliere, gell.
Es hätte mir nicht gedacht, dass du so gut wieder fährst. Dein bester Freund, der Sievers Gerd, der war heuer mal im November bei mir. Oder im Dezember war es. Dann haben wir gesagt, ja, der Jarmo. Ich weiß nicht, was der Jarmo hat. Ich glaube, der wird alt. Der fährt nicht mehr gut. Und jetzt gewinnt er wieder, gell? Ja, fährt. Ja. Ah, nicht, aber die Fans haben die verstanden, gell? Der Gerd ist auch da, da ist er. Ja. Das meiste zwar nicht, wenn ich das sage, aber das stimmt. Ja, aber dann haben wir einen Mäusio. Ein Mäusio. Haben wir auch noch. Nicht, dass du meinst, das ist der Maus, sondern das ist der Mäusio, gell? Ja. Heute haben wir noch ein Album. Das ist der dritte Mann von der finnischen Mannschaft. Die müssen wir schlagen. Der Link, ja? Ja. Und unser Pechvogel von der ganzen Veranstaltung, der Ala Ricky Mecki. Ja. So, wem haben wir denn da noch? Jetzt muss ich erst einmal ein Bier trinken, okay? Prost! Prost, das Gurgel im Verrost. So, was ist jetzt mit dem Chef da? Haben wir da noch einen? Nichts mehr. Der Michael, der Sacher, der Dreckige, der hat gesagt, um 9:30 ist er da. Nichts ist er da. Ich wollte eigentlich heute noch Schuhplatteln mit ihm. Aber leider. Aber der kommt schon noch. Und wenn ich noch schlage, dann recht, gell? Ich mach mal so. Mit dem Bartel ist schlimmer, als wenn ich den Speichsel hinter.